Yo Leute, was geht? Im heutigen Video möchte ich wie jeden Dienstag mit euch mal die neue Eventwoche in GTA Online besprechen, denn heute haben wir einige neue Dinge dazu bekommen, über die es sich lohnt zu sprechen. Lasst an der Stelle noch ein Abo und ein Like da, um wirklich nichts mehr rund um GTA 5 und GTA 5 Online zu verpassen. Und checkt auf jeden Fall mal meinen Insta-Account ab, dort habe ich nämlich vorhin ein neues Bild hochgeladen. Eure Meinung dazu würde mich mal interessieren. Aber genug Werbung gemacht, los geht es jetzt mal mit dem Video, let's go! Sprechen wir doch zunächst einmal über das, was wir heute neu in GTA Online erhalten haben. Das wäre zunächst einmal der Scramjet. Diesen können wir auf der Seite von Warstock Catch and Carry für 3,5 bis zu 4,6 Millionen GTA-Dollar erwerben. Somit ist er auf gar keinen Fall ein Schnäppchen. Im Livestream heute Mittag haben wir diesen ausführlich getestet und meine Meinung habe ich dazu mal offengelegt. Somit, wenn ihr einen ausführlichen Test oder Gameplay von diesem sehen wollt, schaut euch auf jeden Fall den Livestream noch einmal an. Wenn ihr noch mehr Infos zu diesem Fahrzeug haben wollt oder wissen wollt, ob sich das ganze Ding lohnt, schaut einfach mal in die Videobeschreibung, dort habe ich euch einige Videos mit Vergleichen und so weiter verlinkt. Um aber meine Meinung zu diesem Fahrzeug kurz zu fassen, wenn ihr genug Geld habt, holt ihn euch, er sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus und es macht Spaß mit diesem rumzufahren, aber es ist meiner Meinung nach kein Fahrzeug, wo es sich lohnt, darauf zu sparen. Zu diesem neuen Fahrzeug haben wir heute auch einen neuen Gegnermodus in GTA Online erhalten und zwar nennt sich dieser Hunting Pack Remix. Eine deutsche Übersetzung von diesem gibt es nicht, somit bleibt er auch bei diesem Namen, was aber eigentlich gar kein Problem ist. Im Prinzip ist dieser Gegnermodus der gleiche wie Hetzjagd auch schon die ganze Zeit war, nur eben in einer neuen Variante. Er macht eigentlich relativ viel Spaß, ist aber je nach Map relativ schwierig. Zu diesen neuen Sachen in GTA Online haben wir heute auch ein Geschenk bekommen. Und zwar bekommt jeder Spieler, der sich bis zum 28. August, also nächsten Montag, einmal in GTA Online einloggt, das Jagd-Tarnmuster für die Akula und den Avenger kostenlos geschenkt. Somit Leute, loggt euch einmal in GTA Online ein, um euch diese neue Lackierung zu gönnen. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Diese Woche haben wir übrigens auch eine neue Doppeltgeld- und Doppelt-RP-Mission erhalten und zwar gibt es Doppeltgeld- und Doppelt-RP auf die neuen Hunting Pack Remix-Missionen und es gibt einen doppelten Boost auf die Nachtclub-Verliebtheitsmissionen. Kommen wir mal zu den Rabatten, denn hier bekommen wir einige. 30% Rabatt gibt es auf den Wagner, auf den Nero, den GP1, auf den Flash GT, was meiner Meinung nach ein extrem cooles Auto ist, auf den Benefactor Limousine mit Geschütz, auf den Ram Buggy und auf den Caracara. Ganze 40% Rabatt gibt es auf die Avenger, auf die Akula, auf die Hydra, auf die Rodge, auf die Volatol, auf den Havoc, auf die Super Volito und auf die Super Volito Carbon. Und das war eigentlich auch schon die gesamte neue Eventwoche in GTA Online. Ich hoffe wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lasst an der Stelle auf jeden Fall nochmal ein Like da bzw. abonniert den Kanal, um wirklich nichts mehr rund um GTA 5 und GTA 5 Online zu verpassen. An der Stelle bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Dienstagnachmittag. Bis bald und Peace.